Hallo ihr Lieben, willkommen zum nächsten Schminksammlungsvideo. Ich werde jetzt die Schublade öffnen. Und ich weiß noch nicht, wo wir beginnen sollen. Ich würde sagen, wir beginnen bei etwas, was vielleicht nicht ganz so viel ist. Und zwar werde ich hier hinten beginnen. Ach, vielleicht sage ich noch kurz was zu meiner Aufbewahrung. Diese Teile gibt es bei IKEA für, ich glaube, 15 Euro. Das sind eben solche Teile, da könnt ihr das hier so hochnehmen. Davon habe ich zwei Stück. Und diese Kisten, die gab es bei Tchibo mal und ich fand die irgendwie ganz süß. Ja, sehr unspektakulär eigentlich, aber ich habe gedacht, ich sag mal kurz was dazu. Wir beginnen jetzt mit Bronzern. Als allererstes habe ich hier von Wet n Wild den Sunkist, glaube ich. Sunkist Bronzer. Dann habe ich von Miss Beauty London, müsste das sein, die Farbe Bronzer. Die habe ich von meiner lieben Anna bekommen. Dann habe ich von Catrice den Sun Shimmering Glow in der Farbe Shimmering Bronze. Dann Hello Autumn Multicolor Powder, aber ich finde, es ist das eher ein Bronzer oder ein Highlighter. Und zwar Autumn in the City aus der Hello Autumn Allee. Dann von P2 aus der C'est la Vie LE, die Farbe Golden Touch, noch nicht berührt, weil so schön. Ich weiß, das ist echt bescheuert und ich mache sowas normal auch nicht. Ich benutze die Sachen auch, die ich kaufe, aber den habe ich wirklich noch nicht benutzt. Es wird Zeit. Aber ist ja nicht schön. Dann von Reval de Loup den Baked Bronzer in der Farbe Sahara Sun oder Sahara Sun, weiß ich jetzt nicht genau. Und dann sind wir eigentlich schon mit Bronzern so gut wie durch, beziehungsweise wie einiges, das ich euch jetzt zeige. Was ich unter Highlighter verstehe, werdet ihr wahrscheinlich als Bronzer sehen. Aber ja, wir fangen einfach mal an. So, da habe ich aus der Manhattan Glowing Goddess LE das Shimmering Powder in Moroccan Sun. Alles immer mit Sun, ne? Sehr, sehr, sehr tolles Puder. Dann von Alverde aus der, hieß die Feenzauber LE oder sowas, das Body and Face Powder in Sternflug und es ist ein Traum. Ich kann da ja einmal so mit dem Finger reingehen. Also es ist einfach nur toll. Dann habe ich von Make-up Factory diesen Highlighter in Bronze Luminizer. Der ist auch von Alverde. Ich weiß leider nicht mehr aus welcher LE. Die Farbe Rising Sun und ja, einer meiner absoluten Lieblingshighlighter. Ich weiß, der ist ein bisschen dunkel. Also wenn man wirklich hell ist, dann ist der natürlich nichts. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Aber bei mir klappt das ganz gut. Dann habe ich hier aus der P2 Mission Summer Look einen Face Bronzer in der Farbe Golden Bronze und der ist mir leider mal runtergefallen. Jetzt passt auf. Ah. Eigentlich könnte ich sie Teil rausnehmen. Moment. So, bevor mir dann nämlich alles rausbröckelt. Ja. Ich find ihn eigentlich schön. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn gar nicht benutze. Ja, der muss mal wieder benutzt werden. Dann haben wir von Guerlain diesen Highlighter aus der Meteorit Cru Gardenia LE. Hoffe ich, dass das das war. Er ist so toll. Er ist so, so toll. Ja, mehr brauche ich dazu echt nicht sagen. Also den benutze ich auch wirklich immer, immer wieder regelmäßig. Dann habe ich hier von The Balm Betty Luminizer, der, ja, ja, All-Time Favorite, ist mir runtergefallen, darum hatte hier eine kleine Macke. Dann haben wir hier von Catrice das den Luminizing Bronzer. Auch wunderschön in der Farbe Shimmer Shade aus der Metallure LE. Der Catrice Multicolor Highlighter in der Farbe Luminous Illusion aus der Visionary LE, also den gibt es aktuell auch noch. Dann aus der Essence Circus Circus LE den Highlighter in der Farbe It's Magic. Also ich stehe eben auf diese goldenen, ne? Wer hätte es gedacht? Genauso aus der von Essence aus der Ticket to Paradise LE die Farbe Tropical Heat. Auch ein Goldton. Die sind aber unterschiedlich, wirklich jetzt. Moment. Ja, der ist heller und der ist dunkler. Ja, ich weiß, ich rede mir das jetzt ein, aber ich finde, die sind unterschiedlich. Und dann habe ich hier von NARS Albatross.
Ein wundervoller Highlighter. Hallo. Der so weiß aussieht, aber wenn man ihn swatcht, Gold wird. Eine sehr tolle Investition war das auf jeden Fall. Und dann natürlich meine neueste Errungenschaft von MAC, Lightscapade. Im Traum. Und ich habe noch zwei vergessen. Ich habe einmal hier noch von Make-up Factory diesen Bronzer in Bronze Luminizer. Ja, okay. Also, die beiden sind unterschiedlich. Ich frage mich nur, das ist die Nummer 30, nehme ich an, und da steht keine Nummer drauf. Der sieht auf jeden Fall so aus. Und der so. Und dann habe ich hier noch von Catrice den Prime and Fine Highlighting Powder for a Luminous Glow. For a Luminous Glow, wie auch immer. Der so aussieht. So, Highlighter und Bronzer haben wir abgehakt. Vielleicht noch gleich zur kleinen Übersicht. Das war diese Kiste und diese beiden Produkte. Ich glaube, das wird jetzt erstmal das nächste Video, Highlighter und Bronzer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder, dann mit einer anderen Kategorie. Bis bald. Tschüss.